Liebe Leute, hallo und willkommen zurück zu Icarus. Es ist soweit. Der Galileo-Patch ist da. Über den habe ich vor 2 Folgen, glaube ich, bereits gesprochen. Und jetzt ist es soweit. Jetzt kann man angeln, nicht fischen, angeln. Es gibt komische Steam-Errungenschaftskarten. Das Ding hier. Bestiaire. Und hier sieht man alle möglichen Tiere, die man entweder bereits entdeckt, getötet oder gehäutet hat. Am besten in der Reihenfolge. Und ich vermute, ich habe die zwar schon entdeckt, aber ich vermute mal ganz stark, dass ich das nochmal machen muss und das dann freigeschaltet wird. Denn das ist natürlich jetzt der Patch auf meinem alten Spielstand. Und deshalb vermute ich mal, dass das so nicht übernommen hat. Aber sei es drum, liebe Leute, ich freue mich. Und ich würde sagen, wir ziehen uns mal ein bisschen Sauerstoff rein. Also ich werde in 100 Jahren nicht verstehen, wieso das hier so ein bisschen anders ist mit dem Rüberziehen. So. Jetzt haben wir es. So, dann würde ich sagen, schauen wir doch mal eben, ob wir kurz mal was essen können. Und dann ein Tier jagen. Und dann gucken wir mal, wie sich das dann im Bestiarium füllt. Bestiaire, meine ich. Genau, zur Baustelle. Da reden wir gleich nochmal. Da haben einige von euch was kommentiert. Es ist die Frage gestellt, warum ich die Baumstümpfe nicht entferne. Ich bin der Meinung, irgendwo gelesen zu haben, dass Bäume nachwachsen. Könnt ihr gerne mal schreiben, ob das auch für diesen Open-World-Modus gilt oder ob das vielleicht nur im Missionsmodus ist oder so. Weil man da ja zeitlich begrenzt ist und dann vielleicht immer wieder Nachschub braucht und hier im Grunde nicht, weil es mehr als genug Bäume gibt. Aber ich bin der Meinung, die wachsen wohl nach. Und jetzt finde ich nicht ein Tier. Weil es ist auch schon spät, aber auch spät gibt es noch Tiere. Das ist ja ungeheuerlich. Vielleicht sind jetzt alle Tiere weg. Ja, das ist natürlich so eine Angst, ne? Dass wenn so ein großer Patch kommt, der viel verändert oder viel Neues mit sich bringt, dass dann der alte Spielstand quasi irgendwie kaputt ist. Und man dann dasteht. Ich meine, was wird denn? Aus diesen hier wird kein richtiger Baum. Aha. Da haben wir es. Press J. Bestiaire. Kreaturenfreischaltung. 1%. Okay, 10% Fortschritt zum Freischalten erforderlich. Sehr gut. Okay. Erhöhe den Fortschritt, indem du diese Kreatur tötest, häutest, von ihr getötet wirst oder Trophäen herstellst. Ja gut, also davon getötet werden. Das wollen wir nicht unbedingt. Wir häuten das Ganze mal. Und dann schauen wir mal. Immer noch 1%. Okay. Aber sehr schön, wie gut das klappt. Wie cool das hier auch ist. Das gefällt mir echt ganz gut. Das hat so einen schönen Stil. So, und hier haben wir einen Angelrekord. Da gilt das Ganze nochmal für die Fische, die man angelt. Und dann eben der Rekord. Ah, haben wir einen Knochen dabei? Sollten wir eigentlich. Sehr gut. Let's go. Sehr schön. So, schauen wir hier nochmal eben rein.
Ja, ich vermute, das Bild wird klarer, wenn hier mehr Prozente sind. Weil ich meine, zwischen Schwarz und diesem dunklen Grau ist es kein großer Unterschied. Aber ja, das sieht mir so aus. Das wird dann heller und klarer, je mehr man über das Tier weiß quasi. Aber schön, gefällt mir. Ich freue mich immer über so große Updates und neue Features in einem Spiel. Genau, dann kam die Frage auf, warum ich die nicht alle in einer Linie mache und so. Ganz im Ernst, nachher wird das eh Stein sein und ich sehe es dann nicht. Das ist, ich verstehe, dass da Leute vielleicht das so nicht machen könnten, aber das ist mir nicht wichtig. Und ganz recht, der Heiko hat angemerkt, das hier ist gar keine Treppe. Das ist eine Rampe. Müssen wir mal eben schauen. Ich bin aber eigentlich der Meinung, dass man Varianten ach, jetzt haben wir das wieder, das große Theater hier. So nämlich. Vielen Dank für den Hinweis, das sieht auch schon mal tausendmal besser aus. Und jetzt würde ich sagen, haue ich mich hin. Eins Holz. Ach komm, hau die Stöcke rein. Machen wir es so. Und wir schlafen. Wundervoll. Ein neuer Tag im Paradies. Das geht rüber und das ist okay. Leder, Knochen, hell. Aber irgendwo was Leeres, das machen wir mal so. Holzboden, denn wir wollen natürlich weiterbauen. Und dafür brauchen wir natürlich Holz. Und jemand hat auch angemerkt, man kann sich das Baumabschlagen sparen, wenn man einfach die Totenbäume nimmt, wovon es wohl recht viele gibt. Aber da ich hier jetzt schon welche umgehauen habe und eigentlich ganz dankbar bin, dass die hier auch noch liegen tatsächlich, machen wir das so, würde ich sagen. Oh. Hey, jetzt habe ich aber ordentlich Kraft hier. Aber das ging doch sonst nicht so schnell, oder? Dass man hier mit einem Schlag das alles abhaut? Also nicht abhaut, sondern abhaut. Ah, okay. So, weg damit. Wie viel haben wir? 227. Das gefällt mir doch schon mal ganz gut. Na? Sehr schön. Ich müsste das hier mal reparieren. Kann ich nicht. Dann müssen wir gleich aus Fasern. Warte mal, gibt's hier. So nämlich. Es müsste auch eigentlich gleich die Sonne aufgehen. Und zu mir rüberschwenken. Aus. Sehr schön. Okay. Mit Krombacher. So, was brauchen wir denn? Wir besorgen uns noch ein paar Holzbalken. Ja, die Frage ist halt, braucht man unter jedem bisschen so einen Pfeiler oder würde das auch so halten quasi? Ich hoffe, dass sich das niemals jemand fragt, der wirklich Häuser baut. Könnten wir das auch so machen? Das ist mir auch fast ein bisschen zu finster hier drin. Ich meine, hier oben kann ich Lichter anbringen, so ist nicht. Bis wir Fenster haben und so, dann wird es von sich aus schon heller hier, aber Fenster bei Stürmen ist wahrscheinlich auch nicht die beste Idee.
Aber für den Moment machen wir es so, würde ich sagen. Wir benötigen noch ein paar Böden. Einen. Fasern fehlen, aber das sollte ja nun wirklich kein Problem sein. Gib mal ein paar Fasern. Und ein Sortiersystem wäre nicht schlecht. Wie, habe ich gar keine Fasern? Das kann aber nicht wahr sein. Okay, na dann. Sehr gut. Sehr schön. Gefällt mir gut. Das gibt nochmal so einen kleinen Sammelanreiz. Nicht, dass man hier nicht schon genug sammeln muss, aber in Verbindung mit den Tieren gefällt mir das echt ganz gut. Das belassen wir mal dabei. Überrascht mich, dass die Bäume hier noch liegen, weil ich glaube, beim letzten Mal waren die Bäume, die ich umgehauen habe, nicht mehr da. Ist mir auch nicht bekannt, dass die tatsächlich liegen bleiben. Umso besser für mich natürlich. Aber hat mich gerade ein bisschen gewundert. Komm, bau mal ein bisschen was. Sehr schön. Und dann schauen wir mal, dass wir hier oben das fertigstellen. Ich fürchte ja fast, doch das hält soweit. Es ist vermutlich nicht ideal, weshalb ich nochmal ein paar... Warte mal, mach mal kurz hier Stopp. Ne, mach mal 7, das ist schon okay. Für den Anfang, damit das stabil ist, weil ich weiß nicht, wie gut das hält. Ich weiß, das kriegt man dann irgendwann mit, wenn es kurz vorm Einstürzen ist, aber so weit muss es ja auch nicht kommen. Dann baue ich hier lieber noch ein bisschen was und stabilisiere das Ganze. Und diese Pfeiler stören mich auch eigentlich gar nicht in der Hütte. Kriegen wir das von hier unten hin? Sehr schön. So nämlich. Ja, nehmen wir 5. Dann hauen wir so viel drauf, wie hier möglich ist an der Stelle. Hier zum Beispiel. Hier, hier. Da und da. Und dann sind wir ja fast schon wieder eine Stufe weiter. Ich würde sagen, wir haben nämlich noch 4 Punkte. Wir schauen mal eben hier in den zweiten Rang. Muss ich mal eben schauen. Ein einfacher Steinhochofen zum Verhütten. Vielen Dank für die Erklärung. Aus Erz wird Barren von Eisen und Kupfer. Technologie der Bronzezeit, die jetzt im Weltraum eingesetzt wird. Vielleicht wurde sie in der Bronzezeit ja auch schon im Weltraum eingesetzt. Das wollen wir haben. Wir wollen den Trinkschlauch haben. Wobei, ich bin hier direkt an so einer Wasserquelle. Ich weiß nicht, wie nötig das ist.
Schwere Arbeitsfläche für Werkzeuge aus Eisen und Stahl. Wird nötig sein. Eisenaxt wird nötig sein. Eisenmesser. Wir haben gleich sowieso die nächste Stufe. Dann nehmen wir ein paar andere Sachen. Aber für den Moment ist das gar nicht so verkehrt, glaube ich. Workbank oder Holzfasern, Stein, Leder. Haben wir nicht noch Holz? Nee. Und Fasern ebenfalls nicht. Hier zum Beispiel haben wir so. Wie verhält sich das? Es verschwindet im Boden. Sehr gut. Ah, okay. Wie? Ach, ich habe gar keinen Stein mitgenommen. Das ist was ganz anderes. Aber dann nehmen wir das hier. Oh. Brauchen noch einmal Holz. Jetzt können wir hier mal so einen Stumpf hier umhauen. Plopp. Und ein paar Fasern. Jetzt hab es. Herstellen. So, das dauert ein paar Sekunden. Wir verschanzen uns mal. Hier wird einiges zu Bruch gehen, nehme ich mal an. Je nachdem, wie stark der Sturm sein wird. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Aber ich freue mich. Die Werkbank ist fertig. Die hauen wir hier hin. Hier können wir jetzt Stein und Leder. Alles klar. Ja, dann sollte ich natürlich auch oben ein paar Kisten hinstellen. Mit den Materialien. Weil was bringen mir die Kisten hier unten, wenn ich ständig hin und her laufen muss? Stein, kein Problem. So, der Regen ist da. Da haben wir es. Herstellen. Auch hier wieder 10 Sekunden. Ach, komm. Knochenpfeile. Genau, dann das Herstellen von Barren gibt mir auch Munition, wollte ich schon sagen. XP. Was dann natürlich im Hintergrund laufen kann. Wo machen wir das denn? Wo ist es denn schön? Ach, wie toll das ist. Ich besorge mal die Kohle. Ach, das geht hier nicht, oder wie ist? Aber Kometenkohle, ah ja, sorry, die habe ich gerade nicht da. Activate. Und dann dies und das. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass ich sowieso mehr Holz brauche. Ist okay. Hätte gedacht, das geht vielleicht mit Kohle. Aber dem ist nicht so. Dann machen wir es ein bisschen so. Dann hauen wir das mal wieder rüber. Und dieses und jenes. Gleich mal schauen. Das hier ist, glaube ich, sehr viel relevanter. Dafür brauche ich den Schränkschlauch. Ich glaube, da komme ich nicht drum herum. Auch wenn ich dann losziehe und so, brauche ich das. So.
Das war knapp. Ah, wie cool. Das spart mir zwar das Fällen der Bäume, gibt mir aber auch keine XP, wenn die jetzt so umfallen. Okay, das war schon wieder das Schlimmste. War nur ein kleiner Sturm. Was hat's denn damit auf sich? Okay. Was denn jetzt? So, wir haben ein bisschen Holz. Wir aktivieren das Ganze. Wir hauen das rein. Das, das und das. Ah, schön. Mit dem Windsound im Hintergrund. Und dem Regen. Das gefällt mir sehr. Ich muss zwischendurch dran denken, hier Holz nachzulegen. Aber ansonsten bin ich damit doch schon mal sehr zufrieden. Ah, okay. Ja, mach mal so. Dann haben wir erstmal. Was ist denn jetzt los? Bleib doch ruhig. Dann haben wir schon mal einen Anfang. Ich schätze fast, dass hier unten muss ich auch noch zumachen. Weil sonst vielleicht mal so ein Bär vorbeischaut. Sehr schön. Schauen wir auf die Werkbank. 40 Eisenbarren, ja okay. Das wird ein bisschen dauern, aber wenigstens haben wir dann eine Aufgabe. Jetzt haben wir 8. Da kriegen wir... Warte mal, ist ein... Ne, 2 Erze sind ein Barren. Okay, das kriegen wir aber hin. Das Holz hält auch noch ein bisschen. Was war das andere hier? Ein Seil. Stell mal ruhig ein paar Seile her. Ich schätze, was die kleine Kiste ist, ist nicht wert. Es gibt ja auch noch diesen Schrank. Wobei ich meine, mich zu erinnern, dass der zwar groß war, rein physisch, aber irgendwie nicht so richtig viel Stauraum hatte. Und die großen Kisten fast mehr Platz hatten, aber vielleicht täusche ich mich da auch. So, und dann kam der Hinweis, dass man ja nicht rechte Maustaste zerstören drücken muss, sondern einfach so machen kann. Und das verschwindet irgendwann. Ja, ja, vielleicht. Aber, ne. Ja, das ist auf jeden Fall zu finster hier drin. Okay, die Hälfte ist etwa geschafft bei dem Barren. Das heißt, wir müssen in jedem Fall Fasern sammeln und alles weitere. Warte mal, haben wir nicht einen Speer? Ja, da muss ich schauen, dass da drin dann auch Licht ist, weil das ist mir zu finster. Den Gabelbock haben wir bereits. Wir schauen noch mal rein. Ja. Hier sind ein paar Bäume umgefallen. Das ist gar nicht schlecht. Dich habe ich schon. Finde ich gut. Das ist so ein neuer Punkt, wo man was sammeln kann und so. Das gefällt mir wirklich gut. Bin immer ein Freund davon. Ich weiß, was viele an Ubisoft-Spielen zum Beispiel so kritisieren, dass man halt irgendwie noch einen Turm freischalten muss bei Assassin's Creed oder noch eine Basis befreien muss bei Far Cry. Ich mag das. Sowas spiele ich gerne. Ich spiele gern so abgrasen quasi.
Ich folge dem Heulen des Wolfes. Den haben wir, sehr gut. Da haben wir einen weiteren Wolf. Jetzt können wir gleich mal schauen, ob sich da dann was ändert. Hallo. Oh, Stufenaufstieg. Sehr gut. Schauen wir nochmal rein. Den Hasen haben wir und hier oben ist der Wolf. Dann schauen wir mal. Wir brauchen mehr Wissen über den Wolf. Und über jedes andere Tier auch. Konnte man die nicht auch werfen? Bring mich zu deinen Kollegen. Sehr gut. Super, da haben wir weitere Tiere hinzugefügt. Ja, jetzt ist das so ein bisschen nochmal ein Jagdspiel. Also ich meine, jagen konnte man natürlich vorher schon, aber die Tatsache, dass es... dazu jetzt auch noch Einträge gibt und man das Wissen verbessern kann und so, das gefällt mir echt gut. Ich würde auch sagen, wir nehmen mal ein paar Kürbisse mit. Inventare. So. Kommen wir hier denn voran? Wenn ein Tier 1% gibt, geben 10 Tiere 10%? Oder ist das hier nicht so gemeint? So, schauen wir mal rein. Wir haben 36. Ach, er macht jetzt mit Kupfer gleich weiter. Ach, Kupfer hat er zwischendrin gemacht. Das ist ja nicht so schlimm. Dann würde ich sagen, hauen wir da mal die Fasern rein. Holz brauchen wir noch.
Ja, auf jeden Fall gibt es in Ikarus immer genug zu tun. Also ob es jetzt irgendwie auf die Jagd gehen ist oder Materialien sammeln oder eine Höhle erkunden oder einfach nur hier einen Tag in der Hütte verbringen und alle möglichen Materialien zu was Neuem herstellen, damit man dann was Besseres bekommt und so. Also das finde ich ganz gut. Man darf halt nur irgendwie, und das sage ich immer nur mir selbst, nicht so das Ziel verlieren, weil ich habe das auch in anderen Spielen, dass ich denke, oh, gar nicht schlecht, jetzt wo ich das gerade sehe, mache ich das noch und dann das noch und so. Und dann vergisst man irgendwie, weshalb man eigentlich losgelaufen ist. Aber das wird schon noch. Holz und Stein. Wir haben doch alles da. So, wir haben bereits umgeworfene Bäume hier. Das heißt, ich muss keine weiteren fällen. Da zum Beispiel. Gut. Oh, oh, oh. So, das sollte eigentlich reichen. Oh. Warte mal, kann ich nicht zusätzlich? Doch, das geht doch auch. So. Da hätten wir das. 10 Sekunden warten. Hat der hier noch was zu tun? Hat er sehr wohl. Sehr schön. Deploy. Was ist denn? Ist auch ganz wichtig. Eisenbarren, Eisennagel. Eisennagel, dafür brauche ich einen weiteren Barren. Da haben wir noch ein paar. Nutzen wir mal einen Barren, dafür gibt es nämlich 10 Nägel und dann können wir uns das Eisenmesser herstellen. Was fehlt dafür? 3 weitere Eisenbarren. Damit kann ich gerade nicht dienen. Aber das Messer. Das hauen wir raus. Ich guck mal in der Kiste, ob ich noch ein paar Eisenerze habe, aber sehr gut. Kupfer ist ebenfalls dabei. Das hauen wir also rein. Eisen, Eisen, das ist Stein. Was haben wir? Für noch 30 Minuten haben wir hier Feuer. Kann ich hier schon mal rüberhauen? Ja, ich finde, kein anderes Survival-Spiel macht das so gut für mich persönlich, wie das dargestellt ist, wie intuitiv das Inventar ist und so. Ja klar, manchmal mit welche Taste muss man drücken und so weiter, aber so alles in allem fühlt sich das hier irgendwie am besten an. Auch die Darstellung und alles, das ist irgendwie klar und gefällt mir echt richtig gut. So, wir haben die Eisenaxt. Und das Eisenmesser. Ach, schön. Na gut. So, hier haben wir noch ein bisschen was. Wir schauen mal. Ausdauer.
Sehr schön, ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, das war doch ein großer Schritt in die richtige Richtung, denn jetzt haben wir alles, womit wir Eisen- und Kupferbarren herstellen können und dann damit allmählich den Upgrade in Richtung bessere Werkzeuge und Waffen machen können. Genauso wird es beim nächsten Mal weitergehen. Wir bauen an der Hütte ein bisschen weiter. Wir können ja mal eben noch bei den Talenten schauen. Ein Punkt verfügbar. Hergestellte Lagerfeuer verbrauchen langsamer Kraftstoff. Das finde ich gar nicht schlecht. Erhöhte Inventargewichtskapazität. Reduzierte Durstrate ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Was haben wir hier? Erhöhte Ausdauerregeneration. Das nehmen wir. Technikbaum haben wir 4 Punkte. Das machen wir beim nächsten Mal, liebe Leute. Das war's in dieser Folge mit Ikarus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.